Liebe Jägerinnen und Jäger, mein Name ist Holger Bartels, ich bin Präsident der Landesjägerschaft Bremen und zuständig im DJV-Präsidium für das jagdliche Schießen. Herzlich willkommen zu unseren Bleifrei-Tutorials. In den nächsten 6 Videos geht es um den bleifreien Schrotschuss. Wir schauen uns an, wie man erkennt, ob die eigene Flinte für bleifreie Schrote geeignet ist und wie man sie dafür vorbereiten kann. Wir schauen uns auch an, welche alternativen Materialien es auf dem Markt gibt und wie man sie korrekt einsetzt. Wir erklären Deckung und Streuung und ermitteln die optimale Einsatzentfernung. Und zum Schluss geht es natürlich auch auf die Jagd. Doch zunächst möchte ich etwas über die Hintergründe erklären. Warum jagen wir künftig voraussichtlich in ganz Europa nicht mehr mit bleihaltiger Munition? Nun, Blei ist ein toxisches Schwermetall. Immer wieder wird es im Magen von Greif- und Entenvögeln gefunden, die daran verenden. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat man sich bereits 1996 mit dem Abkommen zur Erhaltung der europäisch-afrikanisch wandernden Wasservögel, das sogenannte AEWA-Abkommen, auf die Nutzung bleifreier Schrote an und über Gewässern geeinigt. In Deutschland verzichten wir seit jeher bei der Jagd auf die Gänse und Enten, auf die Nutzung von Bleischroten und setzen Stahlschrote oder sogenannte Weicheisenschrote ein. Doch dieser Einsatz wird jetzt auch auf terrestrisches Land erweitert. Warum ist das so? Die Europäische Chemikalienagentur ECHA strebt an, den Eintrag von elementarem Blei in die Natur gänzlich zu stoppen. Derzeit wird ein Vorschlag zu einem kompletten europaweiten Bleiausstieg für Jagdmunition beraten. Es ist noch nicht entschieden, wann genau und in welcher Form das kommt, aber die Richtung ist klar: weg vom Blei. Beim Bleischrot gilt in und um Feuchtgebiete herum das Bleischrotverbot ab Februar 2023. Das bedeutet wiederum, dass Jägerinnen und Jäger generell auch über Land und auf Haarwild auf bleifreie Schrote und bleifreie Geschosse umsteigen müssen. Dabei gibt es einiges zu beachten. Und genau das vermitteln wir im Rahmen dieser Videoserie. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir die jüngste Gewinnerin der Damenklasse der deutschen Meisterschaften im jagdlichen Schießen als Moderatorin gewinnen konnten. Als echtes Nordlicht und Ass an der Flinte führt euch Nadine Weers durch die Folgen. Ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß und immer viel Waldmannsheil.